Die Sparkasse Freiburg, nördlicher Breisgau in der Kaiser-Josef-Straße, wird zum Eldorado der Rolling Stones-Fans. In einer angedeuteten riesigen Kiste aus Karton finden sich Fanartikel aus fast 50 Jahren Rolling Stones-Geschichte. Das reicht von Vinylschallplatten über Plakate und Sticker bis hin zu Kleidungsstücken. Reinhold Karp heißt der Mann, der die Dinge Zeit seines Lebens zusammengetragen und seinen Töchtern vermacht hat. Auch Tochter Annette Lehne ist immer wieder fasziniert. Ich finde es unglaublich lebendig mit den T-Shirts hier vorne, Merchandising-Materialien, aber auch hier ganz viele Magazine, die seit den 60er, 70er Jahren aufgelegt sind, teilweise schon sehr alt. Dann die Babuschkas da oben, da erinnere ich mich dran, dass ich meinem Vater selbst mal eine aus Prag mitgebracht habe, aus irgendeinem Touristenladen. Also so kann ich mir vorstellen, dass er sich das auch selber gestaltet hätte. Zu Hause finde ich ganz großartig. In 200 Kisten verpackt haben die Erbinnen die komplette Sammlung der Universität Freiburg zur Erforschung überlassen. Michael Fischer am Zentrum für populäre Kultur und Musik freut sich. Die Reinhold Karp Rolling Stones Collection hat einen vielfachen Wert für unsere Universität. Einerseits auf dem Gebiet Forschung und Lehre. Wir können damit arbeiten und wir können auch mit Studierenden damit arbeiten. Andererseits aber auch als kulturhistorische Sammlung, die Universitätssammlung insgesamt bereichert. Die Ausstellung in der Freiburger Sparkasse kann nur einen Bruchteil der insgesamt 15.000 Rolling Stones Fanartikel zeigen. Annette Lehne Karp ist es wichtig, dass das komplette Material wissenschaftlich erschlossen wird. Ich bin ja selbst Historikerin an der Freien Universität Berlin, an der ich promoviere zum Thema auch Populärkultur. Ich denke, da hat mich die Sammlung eben auch ein bisschen beeinflusst in dem Themenbereich, für den ich mich heute interessiere. Und habe mir gedacht, da ich sehr viel mit Primärquellen arbeite, dass diese Sammlung eigentlich in ein Archiv muss, um der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden, aber auch der Wissenschaft. Die Wissenschaftler am Zentrum für populäre Kultur und Musik haben zunächst 10 Jahre Zeit, um die Sammlung auszuwerten. Wir hoffen natürlich, dass dieser Zeitraum verlängert werden kann. Wir erwarten, dass eben in langfristiger Perspektive auch internationale Forscherinnen und Forscher auf die Sammlung aufmerksam werden und zu uns kommen und hier arbeiten. Ausgewählte Stücke aus der vielleicht größten Fansammlung Europas zu den Rolling Stones kann man in der Sparkasse Freiburg nördlicher Breisgau in der Kaiser-Josef-Straße sehen. Die Ausstellung in der Halle direkt hinter den Kundenschaltern ist noch bis zum 1. Juni geöffnet.